Im gynäkologischen Bereich sind das vor allen Dingen Blutungsstörungen, dass also Frauen tatsächlich im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung zum Teil massiv und über Wochen und Monate angehende Blutungsstörungen hat. Über den Einfluss auf die Schwangerschaft hatte ich auch schon gesagt. Auch hier ist es immer schwierig. Ich hatte jetzt vor kurzem einen sehr tragischen Fall. Eine Familie hat Zwillinge in der 19. Schwangerschaftswoche, kurz nach der Impfung, verloren. Sind beide Zwillinge abgestorben. Ja, wo jetzt jeder sagt, es kann ja auch so sein. Wobei ich ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben das noch nicht erlebt habe, dass zwei Zwillinge zeitgleich absterben. Aber wir haben hier eine nicht meldepflichtige Situation. Ja, das heißt, eine Fehlgeburt wird nicht gemeldet. Das heißt, wir können eine Zahl der Fehlgeburten letztlich nur erhalten, wenn wir eine systematische wissenschaftliche Untersuchung nach dieser Fragestellung machen. Oder ein anderes Beispiel. Ich vermute oder meine Befürchtung ist, dass durch die Eingriffe an diesen kleinen Gefäßen, die das Spike-Protein macht, es zu einer Häufung von Plazentationsstörungen kommen kann. Also dass praktisch die frühe Phase der Schwangerschaft, wenn die Plazenta sich einnistet in die Gebärmutter oder wenn sich die embryonale Struktur einnistet in die Gebärmutter und sich die Plazenta herausbildet, dass es dort zu Störungen kommt mit Folgeerkrankungen in der späteren Schwangerschaft. Ja, ich habe eine Frau, Herzinfarkt nach Impfung, nicht gemeldet. 50-jährige Frau. Herzinfarkt nach Impfung ist nicht als Nebenwirkung gemeldet worden. Also als allein das, was ich in meinem persönlichen Umfeld überblicke, wo aus meiner Sicht eindeutige Zusammenhänge zu einer Impfung, die unmittelbar vorher erfolgt hat, nicht als Impfkomplikation gemeldet wurden, halte ich für ganz problematisch. Das sind alles nicht meldepflichtige Erkrankungen. Das heißt, ehe wir dort mal eine Aussage finden, werden noch Jahre vergehen und man muss vor allen Dingen gezielt danach suchen. Auch hier müssen systematische Studien her, und sodass wir heute schlichtweg nicht sagen können, und das kann niemand, abschließend sagen, welche Wirkung das auf die Schwangerschaft hat. Es kann niemand sagen, welche Wirkung das auf die kindliche Entwicklung hat. Das ist heute nicht sagbar mit dem heute vorliegenden Zahlenmaterial. Wir können zwar sagen, wir haben so und so viele Millionen Impfdosen vergeben und dort war es so und so, aber eine systematische Untersuchung hat ganz andere Standards. Da müssen ganz andere wissenschaftliche Standards eingehalten werden. Und diese Angaben fehlen. Und das macht es so schwierig, eine Risiko-Nutzen-Abwägung zu machen. Mhm.